Hey, Chemnitz, willkommen. Hatten wir mal wieder eine verrückte Idee gehabt, oder was? Die Digga ist ja gesperrt. Lass da rein kurz, komm hier. Sorry, Digga, was machst du da? Auf die Treppen. Da rein, Digga. Ja. Geh in den Müll. Ja, guck mal, wie der Hampelmann im Müll rumkreucht, Alter. Bist du auf? Ja. Ready? Ja. Die schlechten Anpassen, Ellbogen und Geld sind, die nach den ganzen harten Jahren noch sie selbst sind. Egal was alle anderen sagen. Me and my boy see back there, what's up, it's little E, you know. What's up, man? Yeah, what's up? That's my man, Crazy Mario, what's up, boy? Hey, tell them German kids what the fuck we doing here, man. We going to Chemnitz, you know. They love punk rock from the US, you know. Germany is like, you know, musically it's like third world, but we come to bring culture to them German motherfuckers, man, what's up? Yeah, what's up? Das war eine vegan Vanillekipferl. Jalla, jalla. Cool. Geil. Oh, 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 Ehrenmänner. 10 Jahre Mucke, bis ich mal Erfolg hatte. 12 Jahre Tabo und Vitamin. Wir haben mir gesagt, das wird nicht verdient. Was machen wir denn jetzt, Biss? Wir besuchen jetzt die kleine Familienmanufaktur, wo unsere Klamotten mit sehr viel Liebe hergestellt werden. Das war, hier kann man echt, mit mir kann man es easy machen. Kann man, klar. Du hattest eben Tobi geschubst und Tobi ja. Hat sich dann an mir gerecht, aber das mit mir kann man es ohne Probleme machen. Halt schubst euch beide Dinger. Oh, ja, mit uns kann man es machen. Mit uns kann man sowas locker machen. Ja. Sieht aus wie bei uns im Bus, Digga. Das ist traurig. Wir kommen eigentlich die mal raus hier, bitte. Cooles Tattoo, Schocki. Das wollte ich schon die ganze Zeit sagen. Komm mal her. Ich habe mir sehr viel Mühe gegeben. Cooles Tattoo. Ja, das ist mit, ich dachte, du meinst das in seinen Mund rum. Ach so. Nee, das ist mit Edding. Ich bring den Pop zu Wirt. Den Mittelfinger auf die harte Schwelle. Ja. Swiss, frag ihn mal bitte, ob ich so ein Moneyboy-Shirt bekomme. Wo? Da vorne liegen Moneyboy-Shirts. Frag mal, ob ich eins bekomme. Frag ihn mal. Okay. Moneyboy. Ey, Martin will unbedingt so ein Moneyboy-Shirt haben. Kann er eins haben? Welche Größe brauchst du? Die Fragen, wer wir sind, sag mal nett, sagst du auch gleich Danke, Martin, ne? Oh, vielen endlich, Dank, mein Lieber. Endlich mal kein Swiss, Merch. Endlich mal kein Swiss und die anderen Merch, oh, Martin. Cool, danke schön. Gratulation. Ne? Die Brille hat er sich auch bei viel Mann erschnaut. Euch ist so schlecht. Und, oh, und dann ist er in so Glasvitrinen reingetreten. Komm, nimm die eins. Komm. Die Geier, Digga. Korrekt gibt was umsonst, Digga. Okay, zeigen wir los, ne? Wir sehen uns heute Abend. Ja, komm, Romeo. Ja, schreibt einfach, wie viele ihr seid und dann ist kein Ding. No. Okay, ciao. Geil, Männer. Tschüssi. Vielen Dank. Kein Stress. Dankeschön. Ciao, ciao. Wir schreiben Montag. Habt ihr vielleicht noch 1 Euro oder 50 Cent jetzt vielleicht gerade? Weil ich reiche Sanifair-Toiletten kosten immer. Wenn so ein gebeugter Typ, so ein Bückling mit so einem Moneyboy-Shirt rumschleicht, das ist irgendwie noch mal skurriler. Hier ist Fußpflege Wizzy, hier könntest du wegen deinem Nagelpilz mal vorsprechen. Semmelknödel. Kommandante Che Guevara! So, da vorne ist es dann nämlich auch schon. Das ist ein kranklinker Laden, Swiss, oder was? Ja, es ist der kranklinkste Laden, den du jemals dein Kameraobjektiv auf unscharf stellen wirst, Martin. Kranklinks, Martin. Okay, da ist Merch. Moin. Hier stehst du, kommst mal her, du Jockel. Film das mal. Okay, sag mal, was du sagen willst, du Hampelmann. Also eine Sache, die ich auch beim Gründen dieser Band gesagt habe, Leute, ich bin Swiss,
klar, ich mach Mucke, ich bin Bandleader, aber mit mir kann man es wirklich einfach machen. Zeig mal. Ich zeig dir mal was, komm. Die eine kranke Szene, wo ich so krank boxe, ne? Was wie gegen die? Die. Da muss man so ein. Immer auf die Sandwalde. So, ne? Hab auch krank lange geboxt. Also mach dir keine Sorgen, dass es bei dir so Hampelmann-mäßig dagegen aussieht. Wie findest du da meine Tütenwand hier? Sehr, sehr hässlich. So wie du. Jetzt nerv uns nicht, verpiss dich. Na, Swiss, du siehst mega motiviert aus. Weißt du, was ich jetzt mache? Ich gehe jetzt schön, kriege die Drohne fliegen. Oh Mann, du bist so ein aktiver Typ, ne? Kommst du mit? Digga, hab ich dir schon von meiner Zerrung erzählt, die ich hab, Digga? Swiss würde mega gerne, aber er hat irgendwie... lass, bleib liegen. Oh, bleib lieber liegen. Das ist... Ja. Hier. Komm mal weg. Mann. Hier ist Swiss, hier ist Bennos Katze, die ich ihm abgezogen habe. Ich habe leider mein Desinfektionsspray nicht mit, sonst würde ich ihn selbst mal auf den Block anfassen. Geil. Okay. Richtig. Oh, oh, die... Tschüss, Digga, das ist der Star Trek, Digga. Nicht eine Drohne war verschwunden, Digga? Oder war weg oder so? Schnitt. Schubidu, du bist mein Star. Ohne dich komm ich nicht klar. Mache nur, was dir gefällt. Mach mal die scheiß Drohne da weg! Tschüss, Digga! Du bist echt ein verdammt cooler Effekt, Andi. Ja, finde cool. Ich auch, oder? Wow. Martin, ich finde dich. Wo ist er? Wo geht der ganz außen. Ey, Andi, du bist übelst der Hampelmann. Ich habe, glaube ich, gecheckt, wie der Joke funktioniert. Hast du richtig gut gemacht. Hi. Hi Martin. Na, wie geht's? Scheiße. Muss dich ja jeden Tag ertragen. Martin, weil wir dich so lieb haben, haben wir uns hier in Chemnitz was für dich überlegt. Ja. Du weißt ja, dass einer von uns einen Vater hat, der Schornsteinfeger war. Und wir haben uns das hier für dich in Chemnitz überlegt. Das ist nur für dich. Mir gefällt das. Wow. Ja? Auch meine Lieblingsfarbkombi. Ja, ne? Gelb, lila, orange, blau, grün, deine Lieblingsfarben. Achtung, jetzt kommt ein krank Linker. Denn Swiss, all colors are beautiful. Das wolltest du sagen. Das ist schon ein Highlight, ne? Drehst du dich mal, mach's mal so, zeig's mal. Ja, halt noch nicht an. Yeah. Falsch rum. Na dann dreh's mal. Das geht doch. Ja, Martin, hier, ganz wichtig. Anwärter. Ja. Für 2024. Yo! Yo, was geht, Martin? Na? Na, kommst du gerade zufällig vorbei? Was macht ihr denn hier eigentlich? Das sieht ja relativ Billo-mäßig aus, ne? Wenn ich mir das so anschaue. Ich schmeiß direkt mal hier eine runter. So, also so viel Respekt habe ich vor der ganzen Aktion hier. Habt ihr gesehen, ne? Zack! Okay, so soll es gleich runter. Hast du auch richtig Arm drücken? Gleich, keine Ahnung. Martin? Das liegt hier auf dem Martin? Martin? Wo kommt er her? Hast du ein paar? Oh man. Ich hab keinen Fick auf, was du sagst. Ich mach jeden Tag, du hörst dich wach. Gerade alles voll am Arsch. Ich glaube, mir geht es trotzdem wunderbar. Ich geb grad viel auf dich und was du sagst.
Party. Jo, ich hab das Gefühl, ich hab nicht den gleichen Pegel wie mit dem anderen. Doch, doch, ja, ja. Oh Mensch, Junge! Was los bei dir in deinem Alter? Hat dich ein Iro bei dir und du warst Joker? Du willst mir studieren, Junge, in meinem Buch! Du hast den Kind nicht mehr zurück! Oh, ist ja cool, dass hier schon voll viele Leute da sind. Na? Hey, Martin! Hey, na? Viele! Junge, scheiß mal auf die Uni, der ein richtiger Mann! Geht lieber feiern und kassiert das Kind der Schlüssel! Du schneidest uns immer aus den Blogs raus. Denk doch mal drüber nach, warum, Mann. Martin, du bist scheiße. Du bist scheiße. Was machst du denn da? Das war jetzt nur so. Ein Hampelmann lässt sich von Hampelmännern die Haare flechten. Coole Aufnahme. Darf ich auch mal? Nein. Darf ich auch mal? Oh nee. Lass mich auch mal. Oh, ich will auch mal. Oh, tschüss. Du hast ja richtig gewesen. Und wo? Ja. Ein bisschen Spaß. Praktikum. Vor allem darf ich ein Praktikum bei dir machen? Selbstverständlich. Cool. Ich hab geträumt von einem Land. Tausend Meilen fern mit einem Strand unendlich weit. Da werden wir alle frei sein in meiner Hand. Und lass uns leben immer Richtung Horizont. Wenn wir diesen Weg gemeinsam gehen, da werden wir die Sonne sehen. Ich wär so gerne auf ein Panka auf Sri Lanka. Ah, jetzt wieder dieses Affentheater hier, oder was? Oh, jetzt wird tätowiert. Ah. Hast du das eigentlich schon mal aufgenommen? Nee, bisher noch nicht. Die Fresse! Sind das hier eure Sachen? Ja. Ja? Achso, weil ich muss mich hinsetzen. Cool. Vielleicht treibt es mich irgendwann ja mal zu dir. Ja! Ja! Wohin mich der Wind auftreibt. Egal ob die Richtung stimmt, ich war, ich bin und ich bleib. Ein Sinn. Was ist denn hier wieder für eine perverse Action am Laufen? Sieht ja mega ekelhaft aus. Oh nein, nicht du schon wieder, Mann! Ich möchte das nicht! Und auch wenn uns die meisten nicht verstehen, das ist ja nicht so schön! Hey, was soll das hier, ihr Penner? Was soll ich Ich wurde gerade mies geopfert von den Fans. Aber andauernd, ne? Mit mir kann man es easy machen. Ich habe null Ehre. Wie fühlt man sich denn vor so einem riesen Auftritt? Tobias! Schnauze. Ich bin bereit, 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 ich
Ey, ganz kurz, lass mal festhalten, ich war der Beste heute. Ich war der Beste, Digga. Ich war der Beste, Digga. Ich war der Beste mit Abstand. Ich war der Beste. Wir haben uns